Buongiorno ragazzi e benvenuti da Davide Costanza. Nach so viel Zeit nehmen wir heute schon etwas wieder auf, weil wir glauben, dass Zeit ist, auch weil wir etwas Interessantes auf dem Tisch haben. Alessandro hat das ganz vorbereitet. Wir sind seit ein paar Tagen dran, um das Gerät zu verstehen, wobei zu verstehen ist auch nicht viel. Heute werden wir die Profitec 700 vorstellen, und zwar die 3, weil das ist im Grunde genommen ein Upgrade von Profitec 700. Was macht das Gerät mehr als viele andere auf dem Markt und mehr und besser als die damalige 700 Pro, sagen wir gleich. Aber bevor wir weitergehen, ich würde euch bitten, obwohl ihr wirklich unglaublich viel geworden seid, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, wie auch Instagram und Facebook, haben wir einen TikTok, Alessandro, haben wir auch, ein bisschen nüchter, aber wir werden uns Mühe geben, ein bisschen euch etwas mehr zur Verfügung zu stellen. So, fangen wir an mit unserer Profitec 3. Wie ihr seht, Maxi ist nicht da, wurde nicht gekündigt. Der will im Moment eine Pause von der Telekamera sich nehmen. Der findet im Moment, dass er ein bisschen zu viele Besucher bekommt. Und ich muss da deswegen euch bitten, wir machen diese YouTube-Video, um euch zu informieren über neue Sachen, über neue Produkte, ein bisschen unser Wissen rüberzubringen. Allerdings, wie alles im Leben ist, kostet immer etwas. Daher bitte in Kommentaren wie auch E-Mails keine Beratungen, Fernberatungen anfragen, verlangen, aber eher ins Geschäft zu gehen, ob meine ist oder meine Mitbewerber oder irgendwo in Deutschland. Bitte, bitte, bitte diese Kanäle nutzen, um sich einen Blick zu verschaffen, aber immer schön dabei Händler besuchen. Ich würde an eurer Stelle immer Händler besuchen, die eine Werkstatt haben, die in die Handwerksrolle getragen sind, weil das macht den Unterschied. Fern wie möglich bleiben von Händlern, die überhaupt nur online oder grundsätzlich online sind, die wirklich Preise nach runter schmeißen. Es gibt immer etwas, die Sie berücksichtigen sollten. Wieso ein gleiches Gerät etwas weniger kostet? Es gibt immer einen Grund und irgendwie muss gespart werden. Die, sagen wir so, wie ist auf Deutsch die Konklusion? Die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung ziehen Sie selbst. Und wo wird gespart? Wahrscheinlich bei Service oder wenn Sie eine Reparatur oder ja, eine Reparatur brauchen sozusagen. Deswegen bitte, bitte, bitte darauf achten, dass Sie immer schön zu einem Händler oder einer Reparaturwerkstatt, die in Handwerksrollen getragen ist, als Ansprechpartner zu haben. Jetzt fangen wir an, dass mit ein bisschen wir schon alles ein bisschen geklärt haben. Und meine Punkt der Sache in Espressomaschine und Reparaturbereich. Die Profitec 700 Drive ist nicht anders. Wir haben schon gesagt, das ist das neue Modell, ist ein bisschen die bessere Version von der 700 Pro. Ist nicht anders, wenn wir den Kern vom Gerät betrachten würden, als eine Synchronica von ECM. Weil, wie bekannt ist, hoffe ich, für alle, eine Profitec-Gerät, insbesondere die 700, ist nicht anders als ECM, weil die Erstellung der beiden Geräte wird von ECM erleben erstellt. Das heißt, wenn Sie eine Profitec 700 kaufen, kaufen Sie auch in direkter Weise ein ECM-Produkt. Was bedeutet das? Dass Sie kaufen die gleiche Qualität, die Sie bei einem ECM-Produkt kennen. Darüber hinaus würde ich jetzt daher auch sagen, dass ist kein Produkt, die wahrscheinlich etwas minderwertig ist in der Erstellung, ist
tatsächlich jetzt gerade eben noch, würde ich sagen, hat ein paar technische Upgrade mehr als eine als die ECM. ECM, glaube ich, hat einen Weg, vermute ich, angefangen, wo die Profitec ein bisschen mehr Technologie, ein bisschen mehr Feinigkeit, sagen wir so, für Espresso-Liebhaber oder Espresso-Nerd auf den Markt bringt. Und ECM bleibt mit seinem technischen und schönen Design. Deswegen jetzt die Profitec 703. Wie groß, wie klein, wie schwer ist, wie gemacht ist, was die in der Verpackung ist, wird Alessandro irgendwo hier rechts oder links da einblenden, damit ihr ein bisschen mehr wisst über die Maschine. Was wollen wir sagen über das Gerät, über die neue Profitec 700? Zuallererst, was mir persönlich gefällt, ist die Formel. Wir haben hinter dem Gerät das Logo Profitec. Hier ist schon grafisch, also das hat eine besondere Verarbeitung. Dann kannst du später auch das zeigen. Die Tasseauflage bzw. den Wasserbehälterdeckel ist ziemlich groß. Hat eine sehr schöne Rilling aus lackiertes Schwarzmetall. Alles ist massiv wie immer bei bei Massiv Profitec und ECM. Wir haben die, den Wasserbehälter hier in diesem Bereich. Was ich allerdings angenehmer finden würde, und das ist wahrscheinlich auch eine Einladung daran zu denken, würde ich hier willkommen heißen, einen Griff im Wasserbehälter. Weil da, wenn ich den Wasserbehälter rausnehmen will, muss ich meinen Finger reinstecken und dann nach oben ziehen. Das ist die einzige Sache, wo ich sage, da man könnte auch dann arbeiten. Sonst ist wirklich sehr massiv gebaut. Wir haben über die Tasseauflage gesprochen, haben wir die neue, das neue System. Vorher hatten wir nur geklebte Füße hier auf den Tasseauflage und jetzt haben wir genau Silikonstöpfchen hier, die auch den Deckel hier richtig festhalten und nicht vibrieren lassen, wenn wir das Gerät anschalten. Das Gerät insbesondere, die Art und Weise von Gerät, ist ein Dual Boiler mit Rotationspumpe. Das heißt, wir könnten das Gerät mit fester Wasseranschluss betreiben, wie auch mit Wassertank, mit dem Wassertank. Wir haben ein paar Sachen, die sind interessant, denn das Gehäuse hier ist ziemlich aufgeräumt, wie auch persönlich finde ich noch schöner und angenehmer die, die Schale. Ja, ja. Das ist ein großzügiges Schale, die einfach rauszunehmen ist und wieder sagen wir so, ins Gehäuse hinein reinzustecken, was bei bei Synchronica ist ein bisschen, sagen wir so, ein bisschen anders gedacht. Wir haben die Kipphebel bei Profitec 700, das ist jetzt Standard und ich finde die ziemlich nett als Kipphebel. Dann später werden wir erklären, wie es das Gerät funktioniert. Wir haben allerdings, was sehr neu ist, Moment, ich muss das abwischen. Was sehr neu ist auf die Profitec 700, ist ein Flow-Control-System. Da haben wir auch ein Manometer, weil die beiden Sachen in, sagen wir so, in Verbindung gebaut werden. Und wir haben ein neues Display, also ein neues PID sozusagen, neues Design von dem Schalter. Und den PID hier kann ein paar Sachen, sagen wir so, unternehmen, damit für euch angenehm ist. Allerdings die wirklich allerbedeutendste Neuigkeit bei dem Gerät ist, bei vielen anderen Produkten von Profitec und ECM, die ein Kreisgerät wie auch Dual-Boiler-Gerät ist, ist diese schnelle Aufheizphase sozusagen. Normalerweise für ein Gerät, für ein Dual-Boiler-Gerät, brauchen wir, indem wir das Gerät anschalten, ungefähr 25 Minuten, bevor der Körper warm ist. Was hat sich dabei ECM gedacht und Profitec? Die haben eine Fast-It-Software
Software entwickelt, nicht anders ist, als indem wir das Gerät allererst anschalten, wird den Kessel, die zuständig ist für den Kaffee, auf eine sehr hohe Temperatur, sollte ungefähr 135 oder 130 Grad sein, für die ersten Minuten, indem das Gerät, sagen wir so, indem diese Zeit vergangen ist, wird das PID-System wieder die Temperatur auf unsere eingestellte Temperatur haben. Das heißt, man lässt diese Temperatur am Anfang an nach oben gehen, damit der Körper schnell aufgeheizt werden kann und dann natürlich nach einer bestimmten Zeit kehrt wieder zurück über die optimale Temperatur oder die angestellte Temperatur, die wir bei dem Gerät angegeben haben. Und das ermöglicht das natürlich, statt zu warten so lange Zeit, die Aufheizphasen sich natürlich verkürzen. Ich werde das jetzt ausführlich ein bisschen erklären. Wie sehe ich aus? Allora, erklären wir ein bisschen auch technisch, was wir bis jetzt gesagt haben. Ich habe eine Schnittmaschine immer noch von ECM Profitec auf dem Tisch, weil ich muss zwei Sachen ein bisschen erklären, damit für euch auch verständlich wird. Jetzt gehen wir zurück an diese Fast-It-Geschichte, die im Grunde genommen ein sehr simples System ist, die ich glaube auf den Markt hat allererste, glaube ich, ich würde mich nicht vertan, aber sollte Lelit gewesen sein mit die Mara X. Das heißt, jetzt, wenn wir durch das Gerät hindurch, ja, unsere Profitec 700 sehen würden, wie auch bei einer Synchronica, würden wir so ein Gerät sehen, ja? Wir haben hier den Kaffeekessel und das ist eine Schnittmaschine. Da haben wir den Kaffeekessel. Man sieht hier, dass er an unsere VEMA Brewkopf angeschlossen ist. Was macht der ECM? Sagt Kessel, du musst am Anfang an durch diese Thermofühler hier, Momento, wir nehmen das auseinander, damit ihr sehen könntet, das ist ein Thermofühler. Die Sonde vermittelt allererst in Betriebnahme eine Info an unsere Platine. Darüber hinaus, die Platine versteht, dass er allererst in Betriebnahme ist und geht direkt auf 130 Grad oder 135 Grad. Und das ermöglicht, dass natürlich die Hitze sofort auf den Körper, man sieht hier auch die Verbindungen, sofort auf den Körper thermisch sich spiegelt. Darüber hinaus, der Körper ist etwas schneller warm. Und das ist das System, dieses Fast-It-System. Also ist im Grunde genommen eine sehr simple Lösung, die ECM Profitec benutzt hat, um die Hitze der Körper eher zu beschleunigen. Und ist so effektiv, dass wir sogar nach ungefähr 10 Minuten, wenn wir keine Gourmet der Kaffee, des Espresso sind, könnten wir schon einen guten Espresso, einen sehr warmen Espresso mit Crema bekommen. Das ist eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist, weil immer wieder es gibt Leute, die wollen Espresso trinken, aber die wollen nicht unbedingt die 25 oder 20 Minuten oder 30 Minuten warten. Die Ausstattung von Drive ist Drive oder Drive, wie immer das wir sagen wollen, ist so besonders, weil gebaut wurde auch eine Flow Control. Was ist ein Flow Control? Viele Leute wahrscheinlich kennen das, aber es gibt auch genug Leute, die das nicht wissen und die wahrscheinlich nicht wissen, wie es funktioniert. Wir haben ein Video gemacht über die VEMA E61. Alessandro, bitte verlinken wir das. Weil, wie funktioniert diese Flow Control? Man kann auch ein bisschen Zusammenhang verstehen mit dem Video, das ich schon damals gemacht habe. Wir haben immer in diesem Bereich Wasser, die, indem wir den Hebel betätigen, zuständig sein sollten, um unser Espresso zu kochen. Indem wir diese mechanische Hebelbewegung, die Pumpe aktiviert wird, das Wasser wird in diesen Bereich gedrückt und fährt nach oben hier, wo wir oben haben, ich habe mir ein paar Sachen vorbereitet, haben wir, Momento, diese, man nennt das Jiggler, also sagen wir so, Alessandro, du musst das zeigen. Wir haben da, kommst du eine Sekunde hier,
Also das Wasser läuft hier oben in diesem Bereich hier. Man sieht hier, dass wir vier Löcher haben. Und da haben wir ein Gewind, wo dieser Teil angebaut wird. Bei einem Flow-Control-System, das kleine Löckchen hier ist etwas größer. Darüber hinaus, man reguliert da oben den Flussdurchgang von Wasser, die durch den Kaffee hindurchlaufen sollte. Das ist im Grunde genommen eine Verdrosselung von unserem Wasser, die durch den Brühkopf laufen sollte. Und das passiert durch dieses System hier. Das heißt, wir verdrosseln nicht oder wir ändern nicht den Druck von der Pumpe, wie bei anderen Geräten passieren kann. Wir verdrosseln und natürlich beeinflussen den Druck beim Brühen, während wir das machen. Daher ist eine sehr kluge Sache, wenn wir beispielsweise eine sagen wir so, aus unserem Espresso noch mehr Nuance und noch mehr Aroma-Nuance herausnehmen wollen, sozusagen. Ja? Ich werde auch euch zeigen, wie es funktioniert und in welcher Art und Weise unser Espresso beeinflussen kann. Jetzt räumen wir das Gerät hier auf. Das heißt, im Grunde genommen, wir haben gesehen, das Gerät ist wie die damalige 700 da drin geblieben, nur mit diesen kleinen Änderungen, die ich besonders nett finde. Und diese Fast-It-Sache haben wir bei allen Einkreisgeräten von ECM Profitec, wie auch bei Dual-Boiler-Gerät, weil das ist eine Voraussetzung, die wir nur bei solcher Art und Weise von Produkten haben. Allora, ich würde sagen, dass jetzt die Zeit ist, ein bisschen diese Display aufzuklären und was können wir mit dem Gerät machen. Allora, wir haben einen sehr schönen Schalter hier. Der Schalter, wenn angeschaltet bleibt und wenn wir diese Display programmiert haben, können wir eine sozusagen ein Zeitschaltsystem anschalten. Das heißt, für diejenigen, die das wollen, lassen Sie das Gerät ein, wenn Sie das programmiert haben. Ich muss aber ein Display dran. Okay. In einer normalen Situation, wo wir das Gerät angeschaltet haben und nicht benutzt haben, das Gerät wird immer uns mitteilen, welche Temperatur wir ausgewählt haben für Espresso oder Vapore, das beziehungsweise Dampf. Ja? Und indem ich beispielsweise, Moment Alessandro, ich nehme eine Tasse hier, damit wir zeigen auch das. Moment, so. Wenn ich in diesem Moment Kaffee beziehen würde, wir haben keine gemahlenen Kaffee in den Siebträger reingetan, daher, wenn ich das machen würde, würde ich sehen, dass unser Display einen Shot-Counter angebaut hat. Wir haben in dem Fall eine Präinfusion angeschaltet. Das war eine aktive Präinfusion, weil wir haben vor allem die Pumpe gehört. Dann haben wir eine Pause gehabt, die wir angegeben haben. Und dann die Pumpe fängt wieder an zu pumpen erleben. Und bei dem Gerät ist möglich, diese aktive Präinfusion anzuschalten, wie auch eine passive Präinfusion, das eine Rotationspumpe ist. Komm bitte eine Sekunde näher, indem wir das Gerät sozusagen nach unserer Pause in Betrieb genommen haben, sozusagen für das Software hier. Das Gerät sagt, dass wir bei Espresso-Temperatur 91 Grad haben. Ich weiß nicht, wie viel gewählt haben, aber werden wir gleich erfahren. Und da unten man sieht, dass für Dampf haben wir 127 Grad gewählt, wie auch 127, 26 Wasser. Okay, natürlich jetzt man sieht, dass die Temperatur hier, Entschuldigung, ist 87 Grad. Wieso das? Weil ihr müsst bitte immer ein bisschen immer nachvollziehen. Deswegen brauchen wir nochmal das Ding hier. Ihr seht das, ja? Indem das Gerät zeigt, bedeutet nicht, dass das Wasser hier 88 Grad geworden ist, das Wasser, die durch den Kaffee hindurchlaufen sollte jetzt. Das bedeutet, dass diesen Kessel hier hat einen Teil von seinem Wasser rausgepumpt und ein Teil davon, die gleiche ist, die rausgepumpt hat, wurde aus dem Wasserbehälter kalt in den Kessel reingetan. Diese Thermofühler hier
fühlt sofort diese Wärmetemperatur, diese Temperaturunterschied, und darüber hinaus vermittelt sofort diese Werte an unsere Maschine. Die braucht ein paar Sekunden, ein bisschen die Hitze wieder zu stabilisieren, aber das bedeutet nicht direkterweise, dass die Temperatur, die wir vorhin gesehen haben, 88 Grad, auch hier zu finden ist. Kann auch sein, dass wenn wir einen Short-Espresso oder einen Kurz-Espresso kochen, immer noch eine optimale Temperatur beim Brühen haben. Deswegen, man muss immer solche Werte, solche Info mit Vorsicht genießen. Ja? Weil es gibt technische Hintergründe, die ein bisschen den Unterschied machen. Es war nur eine kleine Erklärung, damit Sie ein bisschen nachvollziehen können, wieso auf einmal Sie 88 Grad sehen und nach wenigen Sekunden sind Sie jetzt hier, 94 Grad, ja? Damit für Sie ein bisschen klar wird. Jetzt versuchen wir ein bisschen unser Menü zu verstehen. Wenn ich die rechte Taste einmal drücke, werde ich den Dampfkessel ausschalten. Das heißt, wenn ich das angeschaltet habe, den Kessel angeschaltet habe und aber dann keine Lust mehr habe, es Cappuccino oder Dampf zu nutzen, brauche ich den Dampfkessel nicht. Daher werde ich das Gerät hier nur den Kessel von Kaffee haben. Ja? Und jetzt werden natürlich, wenn ich weiterhin diese Kessel ausgeschaltet lasse, wird natürlich diesen Druck nach unten gehen. Ja? Wir schalten das, weil wir brauchen das. Momento. Ein paar Sekunden gedruckt halten, geht den Kessel wieder an. Dann können wir das sehen, das erkunden. Wenn wir einmal drücken, passiert gar nichts. Wenn ich etwas länger gedruckt halte, geht das Gerät in Eco-Modus. Das heißt, das Gerät geht aus. Ja? Also daher, wenn ich die Zeit angegeben habe, wird natürlich die Maschine diese angegebene Zeit Angabe, an diesen Zeitangabe sich beziehen sozusagen. Wir drücken nochmal, um ins Menü zu gehen. Ich finde das Menü nett, ehrlich gesagt. Die Nummern sind nicht so super klein. Was wichtig ist, ist klar zu sehen. Das finde ich auch schön mit dem Logo hier, aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn wir ins Menü gehen wollen, ich gehe davon aus, wir müssen ein paar Sekunden gedrückt halten. 3 Sekunden. Dann haben wir Temperatur Kaffee, dann man geht nach unten. Man kann, Momento, ich war noch nicht so schnell, sorry. 94 Grad, man kann diese Temperatur ändern. Momento, und indem das bestätigt ist, können wir nach der Steam-Temperatur, wir haben den Steam on, man kann das anschalten lassen. Wir können auch das sehen, 120C, 126, wir könnten theoretisch, im Moment, ich bin nicht so schnell. Man muss ein bisschen schnell sein, ja? Man kann diese Temperatur im Kessel, Dampfkessel, als das Wasser ändern und darüber hinaus ändert sich auch der Druck. No? Dann haben wir eine Pre-Infusion, die wir angeschaltet haben, ja, oder, sorry, ich war nicht schnell genug. Man sieht das hier, man sollte sich wirklich ein paar Sekunden Zeit nehmen, aber indem die Pfeile angegeben ist, man kann nach unten gehen, Präinfusion, okay, accendiamo, und dann man sieht hier, das sind 4 Sekunden oder 5 Sekunden angegeben, man kann diese Zeit ändern, in 2 Sekunden ist mir lieber. Dann gehen wir unten, machen wir auch das weniger, weil so lange Zeit mag ich nicht aktive und Präinfusion, dann man geht unten, man sieht ja, man hat einen Eco-Modus. Man sollte wirklich innerhalb von 3 Sekunden, man soll sich entscheiden, was man ändern will, weil sonst hier ist ein bisschen Geduld, sagen wir so, verlangt. Ein Cleaning-Modus, man kann eine Reset-Modi anschalten. Und was haben wir noch hier? Wir haben diese Anstellung-Modi, wir können das angeben und da können wir den Timer-Funktion anschalten oder ausschalten. Das heißt, wir haben bei dem Gerät haben wir wirklich viele Sachen, die wir ändern können. Jetzt meine persönliche Botschaft wirklich an den Entwickler von das, bitte, wenn möglich ist, und ich weiß, dass möglich ist, weil ich Elektroniker bin und ein bisschen davon verstehe, wahrscheinlich nicht nur 3 Sekunden geben zwischen einem Step und dem anderen, weil nicht alle Leute sind super jung. Es gibt einige, die ein bisschen alt wie ich sind und wir brauchen ein bisschen länger. Das heißt,
5 Sekunden wäre, finde ich, angenehmer für alle. Also, so würde ich das optimieren, weil das Gerät kann so viele und es ist so toll gebaut, so toll gedacht. Und da muss er auch für die nicht so die super junge Leute wie Alessandro sein, nur für die, aber auch für die Leute wie ich, die ein bisschen älter als 30 sind. Stimmt oder stimmt? Ja. Okay. Wollen wir das Gerät da drin sehen, wie es ist, bevor wir den Kaffee anschalten oder bevor wir den Kaffee kochen? Machen wir das. Was muss ich machen? Singen oder was? Che son solo e resto qui. Possiamo andare? Ne, weiterhin, okay. Okay. Wir haben vorhin diese Schnittmaschine gezeigt, aber jetzt zeigen wir live, was das Gerät wie aussieht da drin. Alessandro Bieni, weil ich muss etwas sagen, ich finde super nett jetzt, wie auch diese PID-System gemacht ist, weil es gibt einige Unternehmer, bei Reparaturen man sieht das, dass die stecken deren PID, wo man muss manchmal dran gehen, irgendwo in einem Kessel und man muss das Ganze legen, bevor wir überhaupt an diese Teil dran gehen. Und das finde ich schon allein diese Gedanken, ja, wirklich ist ein Lobswert. Bravi, weil das ist genau, was Techniker und Techniker brauchen, dass ein bisschen die Sachen ein bisschen zugänglich sind. Fangen wir an von der Sache, die immer zu sehen sind bei einer Synchronica, wie auch bei einem Profitec-Gerät. Wir haben die aufgeräumten Teile hier, der Platine, wie auch die zwei Relais, die sind zuständig, damit die Heizung gesteuert werden. Das heißt, während das Gerät funktioniert, du kannst auch zeigen, Alessandro, da hast du ein rotes LED, wenn das den Kessel angeht, beispielsweise simulieren wir das, sollte jetzt gleich an den Kessel angehen, da fängt zu blinken bei den PID. Man sieht da irgendwie, oder sieht das nicht mehr, Momento. Man sieht das nicht mehr, die haben kein Licht mehr, deswegen kannst du das schneiden. Okay, dann haben wir den Dampfkessel hier, man sieht, dass der Kessel aus Edelstahl ist. Erklären wir ein bisschen, wir haben den Wasserzustand, weil nur Dampf heißes Wasserkessel haben den Wasserzustand Befüllung sozusagen. Wir haben die Sicherheitsthermostaten auf Neutrum und Phase. Wir haben unsere PID hier. Wir haben ein Vakuumventil, die angeschlossen ist mit einem Sicherheitsventil an den Abfluss da unten. Und ist auch an das Ding hier angeschlossen, dieser Abfluss sozusagen in die Schale, auch unsere Expansionventil, Kaffeeventil, die an unsere Espresso-Kessel angeschlossen ist. Du kannst auch auf diese Seite kommen, Alessandro, bitte, weil wir zeigen das. Wir haben auch die kleineren Kessel, den kleineren Kessel für Espresso. Wir haben immer auch das gleiche Prinzip, also die zwei Sicherheitsthermostate ist eine Pflicht in Italien, daher müssen wir das haben. Und dann haben wir unser Steuer-PID-System, unsere Thermofühler, die wiederum mit unserer Platine da unten kommuniziert. Bitte, das ist wirklich wert, weil wir haben jetzt den Hauptschalter hier, die ist beleuchtet und dann haben wir die Platine hier. Also das ist wirklich super cool gemacht. Also da, man hat wirklich die Platine mit einer neuen Art und Weise, die Platine zu produzieren, so aufgeräumt. Und das finde ich toll, weil so muss sein. Auch weil mehr elektronisch wird auch viele Bastler, die sich Werkstatt nennen, ein bisschen aufräumen, das finde ich toll, das ist super. Deswegen ein großer Lob an alle Firmen, die etwas investieren in Software und in Geräte, die noch mehr können und darüber hinaus auch ein bisschen ausgebildete Techniker also nötig haben. Da haben wir unsere Magnetventil, die das Wasser steuert, wo hingehen sollte, entweder Kaffeekessel oder Dampfkessel. Und dann haben wir unsere Pumperrotation. Das ist unsere volumetrische Pumpe sozusagen. Der Wasserbehälter ist hier
gebaut worden, wie bei, immer noch bei ECM oder Profitec. Wir haben immer einen Wassertankbereich, die immer hinter der Maschine ist grundsätzlich. Und in dem Fall wurde auch komplett geschlossen. Das heißt, das Wasser, die da drin ist, auch wenn in meinem warmes Gerät ist, wird etwas weniger warm werden im Vergleich mit alten Modellen. Das Gerät ist da hinten, ja, du kannst auch dann später filmen, das ist super nett hier, aber wieso haben wir das gemacht? Weil wir wollen zeigen, dass die Profitec wie ECM achtet wirklich sehr auf Energie und auf, sagen wir so, Energieverbrauch von Gerät. Man sieht ja, diese beiden Kessel sind komplett isoliert mit unterschiedlichen Modis. Wir können auch einen Kessel ausschalten, wir können die steuern. Daher ist alles so optimiert, damit auch wir weniger Strom verbrauchen. Allerdings, weil im Moment ein bisschen teurer geworden ist, daher ist es nicht schlecht, etwas darauf zu achten. Ja? Jetzt schließen wir unsere Flowmeter, unsere Flow Control sozusagen, wie es nennt. Wir haben auf dem Tisch unsere Leonardo Ebugia, heißt nicht Leonardo, das ist ein Leo Touch. Ich bin ein großer Fan von Markup, weil Markup meiner persönlichen Meinung nach, und ich wiederhole das, nach meiner persönlichen Meinung nach, eine sehr gute Ersteller von Mahlmaschine ist. Ich persönlich, und ich wiederhole, ich persönlich finde eine der besten Mahlmaschinen. Allora, ins Mahlwerk werde ich immer die Bohnen reintun, die ich die nächsten 2 Stunden gebrauchen werde. Die Maschine ist warm und Alessandro hat mir gesagt, dass er ein bisschen dass er Espresso braucht, weil er will wach werden. Mhm. Okay. Ich werde jetzt die manuelle Funktion wählen, weil ich finde das angenehm. Allora, man sieht hier, dass Maxi das Ganze vorbereitet hat. Wir brauchen sowas nicht. Okay. Wir gleichen aus, was wir gemahlen haben. Das ist auch eine Art und Weise, um zu sehen, ob wir genug oder weniger oder zu viel gemalt haben. Man sieht hier, indem wir ausgeglichen haben, die Menge geht direkt zu dieser Kerbe oder Rille, wie ihr immer das nennen wolltet. Und da wäre schon eine vernünftige Menge an Kaffee, wenn wir einen italienischen Espresso trinken wollen. Man sieht beim Pressen allerdings, dass etwas fehlt. Wobei, wir könnten das auch probieren. Ich weiß nicht, ob das Mahlwerk jetzt für die Maschine angestellt ist. Das können wir das nicht wissen. Und jetzt erklären wir diese Flow Control, oder besser wäre zu sagen, diese Verdrosselung von Druck. Wenn jetzt ich den Kaffee beziehen würde, würde kein Wasser durchgehen, weil es zu, man sieht das. Daher, wenn ich das nicht verwenden will oder wenn ich will, dass das nicht beeinflusst meinen Bezug, weil ich weiß nicht, ob das mal gut für die Maschine passt, werde ich den ganz offen lassen und Espresso kochen. Wir haben eine Präinfusion von 2 Sekunden, dann haben wir vorhin geendet. Und man sieht ja, ich liebe, wenn sowas live passiert. Ja? Jetzt tropft das. Das könnt ihr ja auch zu Hause haben. Wenn sowas passiert, wobei ich würde das gerne trinken, ich trinke Espresso Elisir sozusagen, wie im Moment rauskommt. Wenn sowas passiert, ihr müsst wirklich bitte keine Geduld verlieren. Was bedeutet das? Dass für unsere Maschine, was wir gemalt haben, zu fein ist. Darüber hinaus, wir müssen nur ein bisschen ändern. Ich habe jetzt gerade die Mahlanstellung geändert. Indem ich das mache, muss ich immer ein bisschen von den alten gemahlenen Kaffee rausholen. Dann schmeiße ich das weg. Putzen wir, sonst, wenn Maxi später alles aufräumen muss, bringt mich um, wenn ich unaufgeräumt arbeite, und lassen wir das hier. Okay. Diese Sachen sind sehr wichtig, weil das passiert im Alltag, und daher ist auch
wichtig, dass wir sowas erleben und zeigen, auch live. Jetzt haben wir das gemacht, das gemacht, das decken wir zu, sonst ist es zu laut. Klopfen wir, nehmen wir den alten Kaffee weg. Wir, das legen wir hier zu und versuchen wir unser Glück ein zweites Mal. Ihr seht, ich bevorzuge immer leere Mahlmaschine. Wieso? Wir haben 8 Sekunden gebraucht, weil wir werden immer die Möglichkeit haben, irgendwo und irgendwas zu enden. Und ich bevorzuge immer Espresso zu trinken, wenn die Bohnen frisch gemahlen sind und das nicht im Bohnenbehälter bleiben. Das darf nicht passieren. Also mehr als 2 Stunden nicht. Jetzt wiederholen wir das immer noch mit der Verdrosselung eher, dass so geblieben ist. Im Moment, ich mache auf, Prego. Man hört gar nichts fast, oder? Und man sieht, dass nach einigen Sekunden schon der Kaffee läuft. Jetzt will ich, Alessandro, zeig mal hier, ja? Ich will etwas bitte ganz klar sagen. Natürlich, man kann ein bisschen gröber malen, damit es noch ein bisschen harmonisch läuft. Wobei, wenn ich als Süditaliener Espresso trinken würde, würde ich mir so was wünschen. Ich muss aber ehrlich sagen, bitte, 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 das kommt immer wieder die Frage und kommt immer wieder die Sache über das Internet und nach unserem Video. Wir verwenden meinen Kaffee. Ich habe die selbst entwickelt. Die Sorten, die haben unterschiedliche Arabica- und Robustanteile und die haben unterschiedliche Bohnen da drin. Das heißt, wenn ihr sowas seht, das können wir reproduzieren mit meinen Bohnen. Wir haben immer wieder Fragen, wo die Kunden sagen, ja, aber ich habe die gleiche Maschine, ich habe den gleichen Mahlwerk, das gleiche Mahlwerk, aber ich bekomme sowas nicht. Meine Bohnen sind immer frisch geröstet, die sind eine besondere Zusammenfassung. Das heißt, und die werden in Salerno geröstet. Das heißt, so was ihr im Moment kenne ich nur aus meinen Bohnen. Daher bitte nicht böse sein, wenn ihr das gleiche Gerät kauft, aber andere Sorte kauft und nicht das gleiche Ergebnis habt, die jetzt wir reproduzieren. Daher, das muss auch klar sein für alle. Wir machen noch ein bisschen breiter hier die Mahlscheiben, aber minimal ist, sehr minimal. Und tun wir noch ein bisschen Bohnen rein. Ich hoffe, dass für euch klar ist. Alessandro zeigt dir. Seht ihr, ich tue rein nur die Bohnen, die ich gebraucht habe oder die ich gebrauchen werde, weil das gibt mir die Möglichkeit, dass ich immer frisch mahle und dass ich immer wiederhole und reproduziere, was ich gemacht habe, als ich meine Malanstellung endlich gefunden habe. Ja? So, jetzt haben wir, ich muss ein bisschen aufräumen, sonst sieht es wie Sau aus, wie ein Stall, würde man sagen. Stall oder Stahl? Wie ist das? Stahl, okay. Dann spannen wir wieder zu, immer noch mit unserer Flow Control in diese Situation, hier in diese Stellung. Und dieses Mal will ich etwas zeigen. Wozu das gut ist, diese Verdrosselung, ja? Wobei mit meinem Kaffee ist ein bisschen unnützlich, aber ich will das zeigen. Jetzt sind wir mit dem Ventil auf. Seht ihr, was für einen Druck haben wir? Wir könnten theoretisch das so beeinflussen. Moment, ich habe in die falsche Richtung gedreht. Wie peinlich, aber das ist live, es ist schön, dass sowas passiert. Seht ihr? Ich verdrossel das Wasser, die durch den Kaffee hindurchlaufen sollte. Darüber hinaus, ich ändere die Extraktion meines Espresso. Das war definitiv zu schwierig für mich als Italiener. Naja. Und indem ich ein bisschen weiter gebrüht habe, brauche ich ein bisschen Flüssigkeit, damit auch ein bisschen sozusagen den Kaffee besser sich entfalten kann oder die Nuance sich entfalten können. Man merkt ja, dass der Flow Control auf 10 endet, weil dieses Flow Control System oder diese Verdrosselung in dieser Art und Weise muss nicht höher sein als die angestellte Kraft der Pumpantrieb. Das heißt, ihr werdet niemals sehen,
bei einem vernünftigen Unternehmer, wie zum Beispiel jetzt gerade Profitec macht, eine Skala, die mehr als 10 geht, weil das braucht keiner, auch weil das System nicht rübergehen sollte. Jetzt haben wir Kaffee. Alessandro will mich ein bisschen entmutigen oder ein bisschen so blamieren, weil er will, dass ich Milch aufschäume. Mein Espresso ist da und wir können jetzt anfangen aufzuschäumen. Bitte, 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 auch wenn der Kessel nicht so super unter Druck ist, also der hat nicht seinen Druck erreicht, wir machen das gleich trotzdem. Bitte, vor allem bevor wir ihr Milch aufschäumen wolltet, immer einen Schuss raus, weil die Kondens muss raus und ihr müsst sicher sein, dass der Kessel unter Druck ist. Ich versuche mein Glück jetzt mit Milch aufzuschäumen. Ich weiß, dass Schreck und ein bisschen Luft ziehen lassen sollte. Jetzt tauchen wir ein bisschen, damit die Bläschen weggehen. Ich will klar sagen, dass ich kein Meister von Cappuccino bin. Wenn zu heiß wird oder wenn unangenehm wird, sofort ausschalten. Die Milch da kann auch etwas ruhen. Sofort die Maschine sauber machen. 2 Sekunden jetzt sind wirklich Zeitverschwendung zum Reinigen. Boah, ich war gut. Jetzt die Frage ist, ob ich in der Lage bin, so etwas Gutes zu machen. Vediamo. Man sieht, dass ich überhaupt nicht zeichnen kann. Na, nicht schlecht, oder? Also, das war ein großes. Was ist das? Das ist ein. Ein Blatt, sagen wir, eine kleine und liebe deformiertes Blatt. Ja. Machen wir so. Wir könnten theoretisch mit dem aufgeschäumten Milch auch sowas hier machen. Prego, schau mal das hier. Natürlich, die super Profi werden sagen, dass ich wollte Scheiß sagen, einfach sagen, man darf nicht sagen, nicht so super toll aussieht, aber ich gebe mir Mühe, das stimmt überhaupt nicht, ich gebe mir Mühe nicht zu zeichnen, weil ich kann das nicht, aber ich spiele euch das, wofür wir sein könnte, wenn ihr ein bisschen trainiert. Das heißt, wenn ihr trainieren wolltet, mit Milch aufzuschäumen, paar YouTube-Video auf YouTube sehen und selbst ausprobieren, weil muss nicht unbedingt ein Blatt oder ein Ärzchen sein, muss vor allem schmecken. Das ist unser Motto und meine persönliche Aussage. Was wollen wir noch erzählen? Basta, sind wir fertig. Also ich würde sagen, machen wir ein Fazit zusammen. Alessandro wird die mitgelieferte Zubehören auch runterlisten und ein paar Video auch oder Fotos zur Verfügung stellen, wie das Gerät aussieht, was geliefert wird. Man kann das Gerät mit Fässerwasseranschluss betreiben, daher werden auch Fässeranschlüsse also mitgeliefert. Das Gerät ist für alle Leute, die vor allem einen schnellen Espresso trinken wollen, trotz einem Dual-Boiler-Gerät und diejenigen, die dann aber am Wochenende oder mit Freunden wirklich Espresso-Party oder Cappuccino-Party veranstalten wollen. Weil das Gerät kann alles machen, was euch schwebt, was Kaffee, Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder alles möglich. Sagen wir so, was Espresso angeht, produzieren. Das heißt, ihr solltet euch nur mit dem Gerät ein bisschen anfreunden, wobei so viel zu lernen ist auch nicht. Ja, ich würde sagen, vorbeikommen, das Gerät sicher anschauen, ausprobieren, mit uns sprechen oder mit eurem Liebling oder vertraute Fachgeschäft sprechen. Von Davide Costanza und Alessandro ist alles heute und wir sagen Tschüss sozusagen. Alla prossima, ciao ragazzi.